Jetzt fehlt uns nur noch der Kurze John. Pause. Der was? Ja, der John. Nicht stehen also bleiben. Wie John stirbt. Weiter geht's. Ja, ja. Nein. Stimmt. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese John. Biester jagen Weiter. Uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Oh, ja. Praktisch. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Nicht heute, nein. Not today. Lass mal wieder ein bisschen okay. Die Mütter beruhigen hier. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Strahl doch mal einmal Stärke aus. Und Zuversicht. Nein, er weiß es nicht so genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Ich würde immer noch gerne wissen, was mit Angela ist. Ja, die ist halt so irgendwo. Angela ist wie Brad. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Na? Nachdenklich, wir sitzen fest. Ich würde mal wirklich nicht unbedingt auf der Mädchen gehen. Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Okay. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Okay, vielleicht also. Hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Hm. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Die Puppe. Wohin? Weiß nicht. Da habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Wir müssen es versuchen. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Okay, also egal was du machst. So einfach ist das nicht. Mary. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Bloody Mary. Wenn Bloody wir Mary. Sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Oh, was denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt passiert? Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Die ist aber auch ganz schön ich-bezogen, die Tante sein. Na? Warte auf freie Schussbahn. Okay. Du weißt immer noch, dass der Typ aus der Bar zu uns will, ja? Komm nicht. Knall das Biest ab. Nee. Nicht schießen. Ich hab extra nicht geschossen. Hab ich's erwischt? Also ich konnte es jetzt gerade nicht beeinflussen. Du hast Angela getötet. Angela! Scheiße! Er hat Angela getötet. Nein! Fuck! Nein! Es tut mir so leid. Das kann nicht wahr sein. Nach dem, was beim Museum passiert ist, wie kann es sein, dass sie hier einfach so rumläuft? Sie erstickt an ihrem eigenen Blut. Ruhig, John. Bitte, es war ein auf. Unfall. Alles ist so abgefuckt. Ich dachte, das Biest kommt uns holen. Diese Waffe soll keinem mehr wehtun. Ich hätte sie dir abnehmen sollen.
Schweck! Und freust du dich, dass du sie jetzt weggeschmissen hast, du Pappnase? Oh, krass. Oh Gott. Ach man, Angela. Das ist bitter. Hm. Ja. Was? Er lebt noch? Warte! Andrew, hey! Ach, shit. Professor! Andrew, bist allein. Du da? Mhm. Daniel? Taylor? Alter, das war jetzt aber ganz schön schnell, du. Hey! Hallo? Respekt. Wo seid ihr, verdammt? Oh, oh. Oh! Oh! Was nun? Wen? Links, rechts? Daniel retten. Daniel. Oh, das war mal eine ganz knappe Kiste. Ich muss mir helfen. John hat auch was gemacht. Oh, John wächst über sich hinaus. Schau mal an. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Alter, diese, und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Das ist scheiß Gustav, ehrlich. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Mhm. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen und bisher eine verlorene Seele. Angela, doch wie es scheint, sind sie sich selbst der größte Feind. Ich habe sie ja vor der Pistole gewarnt. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Wir waren vor der Pistole, würde ich so jetzt nicht sagen. Ja, ich auch nicht, aber gut. Andrew. Verlassen bald Folge dem Fahrzeug. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Das kleine Gör, die braucht einen Denkzettel. Recht hast du. Nur eine Idee, aber vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst nach dem Tod meines Doubles gejagt. Ist aber auch eine gute Theorie. So, wo willst du hin? Mit Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Ich will zu den Leuchtkäfern. Okay. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus.
Vor allen Dingen, wo ist jetzt John und Dings? Aber, oder? Hä? Nee, er selber. Schau mal an. Nein, ach, guck nicht mal. Möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Na? Sag, gehen Sie aus. Nee, ah, der Pastor ist böse, sachlich. Ich hab mir das fast gedacht, deswegen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Du irrst dich! Wir müssen sie stoppen! Anders geht's nicht! Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ein Mann ganz Gottes. Ohne Zweifel. Warum haben wir denn jetzt bei Danny verkackt? Weil wir gegen... Nicht gedisst haben gegen Kind? Genau. So sieht's wahrscheinlich aus. Großer Fehler, Mann. Deine Nächstenliebe wird uns noch alle umbringen. Hoffe, du irrst dich. Retten. Wer besser für uns. Retten. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Na, sag mal. Sie war nicht mal da. Mist. Mist. Sind mal ein paar Bäume eingeklückt oder wo kommst du gerade hergerannt? Vor allem, wo ist Taylor? Taylor ist... Ah, da ist er. Da. Okay. Die ganze Zeit schon. Da war er so unscheinbare. Abraham. Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Der liebe Andrew? Scheiße. Oh, die ist aber auch ganz schön... Ja, ganz schön. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die Erklärung dafür macht keinen Find Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Voll gut. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Die Lage ist ernst heftig. Wir sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Ja. Klar, weiß ich. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Voll ungut. Warum ist er denn jetzt ganz so aggressiv sicher. Auf Danke. Einmal? Na, weil sie ihn angefangen hat. Einfach so nervös. Wir sollten los. Ich spüre eine leichte Reibung zwischen den beiden.
Echte Spannung. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Taylor! Oh, jetzt richtig aufs Fressbrett gehen. Oder weg da. No slow motion. Jetzt kommt ein Magazine-Boy. Wo bist du? Taylor! Nee. Ich würde dem Geräusch folgen. Taylor! Bist Taylor! Taylor! Halt dich fest und lass mich auf keinen Fall los! Oh, hilf mir! Lass nicht los! Ich lass nicht los! Hat doch los, hat ja super funktioniert. Kick in the nut! Kick it like, nein, ich hab doch gedrückt! Diese Millisekunde dahinter! Oh, oh Gott! Hä? Aggressiv, unschlüssig, hinterlistig. Was? Hä? Also sie ist tot, ist okay. Aber was war das jetzt für eine Anzeige? Taylor! Nein! Oder ist es jetzt auch ein Charakter, den ich spielen kann? Krass.